Auf der einen Seite explodiert das Wissen der Menschheit. Auf der anderen Seite, zumindest in Deutschland, verkürzen wir die Schulzeit auf 12 Jahre. Und was wir nicht verkürzen, ist die Menge dessen, was gelernt werden muss. Also die Curricula bleiben ziemlich dieselben. Faktisch behandeln wir Kids wie so Festplatten, wo wir ganz viel raufspielen und dann immer wieder abrufen. Das ist wenig menschlich, das ist für mich eher eine Roboterlogik. Ja, also das Maschinendenken, ja, dass wir sagen, wir müssen das alles speichern und dann können wir es später herausholen und so, das ist natürlich jetzt komplett veraltet, weil wir haben aber keine Chance mehr, das alles im Kopf zu bewahren. Ne? Wir müssen eher die Möglichkeit finden, wo wir es dann finden, wenn wir es brauchen, also on demand zu finden. Wir müssen eher plastisch unterwegs sein, dann schauen, wie lernen wir weiter und was ist als nächstes gebraucht und welche Skills müssen wir hinzufügen. Und das wird auch nie enden, ne? Das ist nicht nur die Schule, sondern das ganze Leben. Also Bildung ist was Fortlaufendes dann. Aber in der Schule ist der Fokus momentan auf MINT-Fächern. Das ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technologie. Also auf das Verstehen der Maschine, auf das Lenken der Maschine. Aber bald können wir schon Situationen kommen, wo Computer sich selbst programmieren. Brauche ich das dann alles? Kann der Mensch überhaupt einen Logikwettlauf mit Maschinen, einen Wissenswettlauf mit Maschinen gewinnen? Ich glaube, dass wir das bisher einigermaßen konnten, aber in der Zukunft definitiv verlieren werden, diesen Wettlauf, weil wir sind keine Maschinen. Wir sind nicht unbeschränkt, wir sind nicht exponentiell, wir sind linear, wir sind physisch, wir sind organisch. Und das heißt eben auch, dass die menschlichen Fähigkeiten wie Intuition und solche Dinge immer wichtiger werden, nicht unwichtiger. Wenn wir MINT nehmen und dazu sagen, okay, nehmen wir Mike, was wir als Mike nennen, Menschlichkeit, Imagination, Kreativität, Empathie, ja? Können wir das in der Schule lernen? Ja? Was genau bedeutet das? Weil das sind die Skills der Zukunft, die wir brauchen, also Emotional Intelligence. Ja? Also für mich ist ganz sicher, dass wir in die Menschlichkeit mehr investieren müssen, zumindest gleich viel wie Technologie. Aber das bedeutet ja, Schulfächer wie Sport, Musik, Philosophie, Ethik, all die, die weggefallen sind oder die immer weniger stattfinden, müssten eigentlich den neuen Schwerpunkt bekommen. Einen neuen Schwerpunkt, um sicherzustellen, dass der Mensch seine Menschlichkeit betont, das betont, was gerade anders ist als die Maschine und darin seine Zukunft sieht. Also klar versteht, die Maschine ist für Antworten da, ich als Mensch für die Fragen.